Kapitel 10. Von Büchern, die den Geist und den Leib töten. Die Arznei macht Kranke, die Mathematik Traurige und die Theologie sündhafte Leute. Luther. Keine Religion ist höher als die Wahrheit. Die Bibel ist eine ganz ungewöhnliche Fälschung, das muss jeder wissen, bevor er sie zur Unterlage eines fanatischen Glaubens macht. Jeder muss, wenn er das noch nicht weiß, sich mit der Geschichte dieses Buches beschäftigen. Ein Mensch, der alles glauben wollte, wirklich, was in der Schöpfungsgeschichte erzählt wird, der hätte von dem wahren Weltbild keine Ahnung. Diese Stellen wollen sehr sorgsam gelesen sein. Dazu braucht man viele Jahre eigener Forschung oder man muss die Forschungen anderer wenigstens kennen, um ein Urteil zu haben. Das wäre ein kläglicher Gott, der erst seit 1900 Jahren der Welt sich offenbart hätte. Gott hat sich in allen großen Männern offenbart, schon seit die Erde steht. Du kannst Gott nur durch dich selber erfassen und begreifen und nicht durch ein Buch, auch nicht das Wertvollste. Was die Bibel sagt, haben die Veden der Inder und die Edda schon viel früher und zum Teil viel besser gesagt oder viel besser erhalten. Das kann nicht jeder nachprüfen, aber wer die Wahrheit hört, der wird sie begreifen, wenn sein Herz und sein Verstand noch nicht durch Gebot und Verbot getrübt und bedrückt worden sind. Wer Christi Art ist, wer Gottes ist, der braucht alle diese Krücken nicht. Ich glaube mich näher Gott und näher dem Geiste Christi, weil ich nicht kleingläubig genug bin, alle diese Sinnbilder wörtlich und wirklich zu nehmen. Wer noch nicht dazu vorgedrungen ist, dass Gott Geist ist und der Inhalt dieser ganzen Welt im Guten und im Bösen, der steht noch weit ab in der Erkenntnis, der steht noch im täuschenden Wortglauben, der alles für bare Münze nimmt. Es gibt keinen persönlichen Gott mit Anfang und Ende, größer oder kleiner, sondern Gott ist in dir oder mir, so groß oder klein, so persönlich oder unpersönlich, als ich es fassen kann. Was ich von Christi Göttlichkeit oder Gottähnlichkeit halte. Schon hunderte seiner Art liebten und leben, in denen Gott ausschließlich wohnt und wohnte, ihn Gott zu nennen, ist Gotteslästerung derer, die den Buchstaben für den Geist nehmen. Zum Kreuzestod Christi sage ich, dass, wenn er am Holze starb, er starb wie jeder von uns, um die Wanderung zu neuen Verkörperungen zu gehen wie wir, wie auch Goethe wusste, dass er schon tausende Mal gelebt hätte. Es könnte wohl sein, dass der Christus ein Vollendeter war, der in Gott einging, der am Ende seiner Gestaltungen war. Zur Auferstehung Christi und zur Himmelfahrt sage ich, dass wir nach diesem Tode zu einem anderen Leben alle auferstehen, dass wir zu den Himmeln fahren, das heißt, dass wir wieder Geist werden, und so kehren wir auch eines Tages wieder, wie dann Christus auch wiederkehrt, als der Starke von oben, von dem die Edda spricht, der allen Streit endgültig schlichtet in uns und jeden Tag. Der Heilige Geist wird nicht nur zu Pfingsten ausgegossen, sondern zu allen Stunden auf die, die dafür bereit sind, die Gott im Geiste schauen, niemals aber auf die, so den toten Buchstaben heiligen, denn sie sind der Ungeist. Von der Sünde halte ich gar nichts. Der wahre Mensch, der Gottesmensch in uns ist gut, nur des Sinnenmenschen Bosheit ist groß auf Erden, und alles Dichten und Trachten seines Herzens war böse in mir da. Der Gottessohn hat keine Erbsünde. Diese erben nur jene, die nicht zur Erkenntnis Gottes kommen, weil ihnen das Gottesbewusstsein in dem Maße ihrer Unterwerfung unter die tierischen Triebe fehlt. Das jüngste Gericht aber hat statt in jedem Augenblicke, in dem du in dein Inneres schaust und dein Gewissen fragst. Die ganze Blindheit und Torheit der Menschen zeigt ihre tierische Angst vor diesem Gericht, dass sie weit fort von sich hinweg in Raum und Zeit liegen, statt in ihr Inneres, in ihre eigene Seele. Ein falsches Christentum, vom Juden aus dem Osten geliefert und falsch überliefert, benahm dem Ari alle eingeborene Vorsicht. So sieht er heute nicht mehr, wie ihn eine hässliche Dreifaltigkeit von Bibel, Babel, Pöbel, bedrückt. Wie glückhaft unabhängig und gesund empfanden doch unsere Alten, auch noch manche bis in unsere Tage. Als Gylfi die Asen besuchte, sah er sich um in Walhall und vieles von dem, was er sah, deuchte ihm unglaublich. Er besaß noch die Vornehmheit, vorsichtig zu sein. Der Deutsche von heute ist leichtgläubig und darum unvornehm, ohne Halt, Haltung und Gesinnung. Gylfi sprach. Nach Türen und Toren tue dich um. Hab, Obacht, ehe du eintrittst. Längst auf der Lauer, wer weiß es, schon liegt. Dein Feind wohl im Flure des Hauses. Und sie hatten doch wahrlich ein vertrautes Verhältnis, unsere Alten, zu ihren Göttern. Das macht der Umstand und es ist ein Geheimnis und erklärt alles, sie waren ihr Götter selber. Und wie sagt doch Eckehart? Und wie Goethe und wie der cherubinische Wandersmann. Etwa so, wenn Gott nicht in mir wäre, wo könnte er wohl sonst sein? Und kann ein wahres Gotteskind anders fühlen? Hat es nicht seines Vaters Blut und Geist? Es ist eine ärmliche Zeit, in der wir leben, die tief unter allem Fetischismus und schrecklichem Götzendienst steht, die eine amtliche Gottheit hat, die gleichermaßen über Gottes, Zeug, Zucht, Armen, Freuden, Miet, Wasch- und Spritzenhäusern eine unfassliche Aufsicht ausübt. Die gemeine Seele der Gegenwart, die ganze körperliche, seelische und geistige Untermenschenrasse gedeiht vorzüglich unter dem Schutz einer christlichen Seelenhandelsmoral. Sie gestattet ihr, mit einer hohlen Humanitätsgebärde, bedenkenlos den gemeinsten Trieben zu folgen. Der bessere spärliche Rest unserer Gesellschaft, der es verschmäht, seine Handlungen mit dem abgetragenen Mäntelchen solcher Grundsätze zu bedecken, hat unter dem Druck dieser herrschenden Unmoral einen schweren Stand. Und es gelingt nur den allerwenigsten, den Überstarken, ohne Vor- und Rücksicht folgerecht zu sein und ihre Taten auf eine klare Weltanschauungsgrundlage zu stellen. Wir haben all unserer Seele suchen und finden, all unseren sittlichen eingeborenen arischen Anstand und Edelsinn in ein angebliches Christentum verlegt und glauben nun, unser Geistessättel sei aus ihm erwachsen, obwohl er viel älter ist.
Wir waren schon gute Christen, bevor die Kirche uns das Christentum bescherte. Im Gegenteil, die alten guten hochstehenden Völker des Abendlandes sind durch dieses Christentum entsittigt worden. Der katholische Bischof Salvianus zu Marseille, ein Zeitgenosse der Vandalen, schreibt in seinem Buch De Gubernatione de Liberal. Siebtens, es gibt keine Tugend, in der wir Römer die Vandalen übertreffen. Wir verachten sie als Ketzer und doch übertreffen sie uns an Gottesfurcht. Gott führt die Vandalen über uns, um die unzüchtigsten Völker durch die Sittenreinsten zu züchtigen. Wo Guten herrschen, ist niemand unzüchtig außer den Römern, wo aber Vandalen herrschen, sind selbst die Römer keusch geworden. Es kommt niemals auf das Bekenntnis an, sondern auf den Menschen. Ein Urteil, das immer mit Verwunderung feststellt, wie viel seltsamer und frömmer die alten Völker ohne die Segnungen des Christentums waren, wiederholt sich in der Geschichte so oft, dass der Schluss erlaubt ist, diese Völker standen deshalb so hoch in ihrer Haltung und Gesinnung, weil sie noch nicht von christlicher Liebe heimgesucht worden waren. Der nordische Chronist Adam von Bremen berichtet um das Jahr 1075 über die große Handelsstadt Jumne an der Odermündung staunenswerte Dinge. Er gibt auch ein Urteil über die große Tugendhaftigkeit ihrer Bewohner, die noch nicht zum Christentum bekehrt worden seien. Es ist in der Tat die größte von allen Städten, die Europa umschließt. In ihr wohnen Slaven und andere Nationen, Griechen und Barbaren. Auch den ankommenden Sachsen ist verstattet, mit den übrigen gleichberechtigt dort zu wohnen, freilich nur, wenn sie ihr Christentum nicht öffentlich zur Schau tragen, solange sie sich dort aufhalten. Denn alle sind sie noch im Irrwahn heidnischer Abgötterei befangen. Übrigens wird, was Sitte und Gastfreiheit anbelangt, kein Volk zu finden sein, das sich ehrenwerter und diensteifriger bewiese. Jene Stadt, die reich durch ihre Waren aller nordischen Völker ist, besitzt alle möglichen Bequemlichkeiten und Seltenheiten. Dieser kurze Bericht lehrt uns vielerlei, nämlich, dass der Irrwahn heidnischer Abgötterei die Menschen offenbar gesitteter bewahrt als das Christentum, es demnach mit der Abgötterei nicht so schlimm sein wird, als der verkehrte bekehrte Bremer meint. Man sieht, mit dem Christentum übernimmt der Bekehrte sofort Anmaßung und Überheblichkeit eines Besserseins und Besserwissens, ganz gleichgültig um das Ergebnis, wie fragwürdig sich das Christentum auf seine Bekenner ausgewirkt hat. Dann zeigt uns der Bericht, dass es im Norden auch ohne christliche Kultur bedeutenden Verkehr, Reichtum, Komfort und große Städte gab. Auch dass die Großstadt nicht notwendig zur Verlotterung der Menschen führen muss, wie wir an diesem Beispiel sehen, obwohl auch Griechen und Barbaren darin, allerdings wohl in geringer Anzahl, wohnten oder verkehrten, hauptsächlich zum Handel mit Bernstein und mit Pelzen. Erhebend ist es, von der Duldsamkeit dieser im Irrwahn Lebenden zu hören. Solange die Christen nicht die Gefühle der Heiden stören durch auffällige Betonung ihrer Gebräuche und ihres Glaubens, bleiben sie unbehelligt. Sie standen demnach höher als die Christen, die hier später mit Mord und Brand die Gegend von ihrem Irrwahn befreiten, das Heiligtum Arkona auf Rügen zerstörten, die heiligen Bücher verbrannten, die Götzenbilder zerbrachen und ihre eigenen dafür hinstellten. Erkenntnisdinge für alle Menschen als unabänderlich und gleichgültig festsetzen zu wollen, ist immer noch und immer wieder ein Zeichen menschlicher Torheit gewesen. Gleiches wird nur von Gleichem verstanden. Alle Bekehrung ist Irrtum, jeder Bekehrungswille Schwäche. Jede gewaltsame Bekehrung Verruchtheit. Und sie wird noch heute versucht, wenn auch mit Mitteln vergeistiger Grausamkeit. Du musst, sagt der Untermensch, du kannst, sagt der Manne. Ganz gewiss führt nur das eigene Finden zu Gott. Das Christentum hat die Dänen später nicht gehindert, diese reiche Stadt zu wiederholten Malen zu plündern und zu zerstören. Als der christliche König Harald Blauzahn von Dänemark seinem aufständigen Sohne in der Nähe der Stadt die Seeschlacht bei Heliknes lieferte, suchte er, tödlich verwundet, Zuflucht bei ihren Bewohnern. Darüber berichtet uns Adam von Bremen, von diesen wurde er wieder verhoffen, da sie Heiden waren, voll Menschenliebe aufgenommen. Das Wiederverhoffen des Chronisten ist nicht unbegründet, denn der Geringere beurteilt den Höheren nur nach sich selbst und zieht meist falsche Schlüsse daraus. Sicherlich hätte man einen heidnischen König auf christlichem Boden nicht gepflegt, sondern gefoltert, gemartert und verbrannt. Das Christentum wird an dem Tage Christentum, in dem von uns guten, guten unterlegten Sinne, wenn es sich als eine der tausend möglichen Gestaltungen einer Weltansicht betrachtet und bedenkt, dass es noch keineswegs auf der Spitze dieser tausend Möglichkeiten steht. Erst diese Demut, die es so angelegentlich seinen Anhängern empfiehlt, wird es wieder des viel durch seine eigene Schuld verlästerten namenswürdig erweisen. Ein wahres Christentum ist weder staatlich noch kirchlich und darum auch in den Völkern nie in wirklicher Übung getreten. Einzelne hochbegabte Gottesmänner haben wohl seine Lehre verstanden und begriffen. Wenige fromme, gute und tapfere Menschen auch heute noch leben eine Nachfolge Christi. Unter den Anhängern der verschiedenen Konfessionen können sie füglich nicht gefunden werden. Der Judakatholizismus und in seinem Gefolge der Judaprotestantismus hat alles verschlungen, was an der Lehre wesentlich war, und zeigt nur noch die leere Schale. Die Alleinunseligen sind sie. Die arischen Götter und ihre Göttersöhne hatten keinen Anlass zur Unduldsamkeit. Wer des Gottes voll ist, wer unsterblicher Gott ist, muss es dem sterblichen Menschen überlassen, an ihm hinaufzusehen. Nur die Religionen des Judentums, des Christentums und des Islam sind unduldsam, bekehrerisch, ketzerschnüfflerisch und ziehen alles Göttliche herab in ihre Vermenschlichung der höchsten Geheimnisse durch Zwangsglaubenssätze und Dogmen in ihrer Alleinunseligkeitmachung. Wenn Kirchenchristentum das echte wäre, und an diesem Irrtum kranken viele Kapläne und Pastoren, dann sähe die Welt heute um uns herum anders aus. Es war offenbar unfähig, die Welt zu bessern, denn Welt und Menschen werden trotz seiner Führung täglich übler. 1000 Jahre. Zeit war den Kirchen gegeben, 1000 Jahre waren mit Krieg und Blutvergießen erfüllt, verursacht durch Religionskrieger im Namen Christi. Viele, viele Millionen Hexen und Ketzer,
Die frühesten und reinsten Christen ihrer Zeit hat die Kirche allein in Deutschland verbrennen lassen. Ein Theologus ist ein Tier Sondervernunft, spricht der große Friedrich voll warnenden Spottes. Seit die Kirche nicht mehr brennen darf, unterdrückt sie die Gewissensfreiheit mit anderen Mitteln. Das Heil der Menschheit aber hängt nicht von den Theologen ab, sondern von der Reinheit unseres Strebens, unseres Geistes und Blutes. Wer im Glashause der Kirche sitzt, soll nicht mit Steinen nach anderen werfen. Von den Männern auf der Straße gibt es viele, die mehr Religion im kleinen Finger haben als ein Domkapitel am ganzen Leibe. Politik verderbt den Charakter und die Kirche noch mehr. Unsere Absichten entspringen dem laut ersten Willen nach Wahrheit und sind allein christlich im Sinne der unverfälschten Lehren des Helians, des Heilandes. Die Kirchen säen Wind und wollen Sturm ernten. Wir sind darüber hinaus geboren und gewachsen. Unsere Gottes- und Welterkenntnis steht über den Kirchen, gefährlich unvollkommenen Werken von Menschenhand. Von Jahr zu Jahr aber lehren sich die Kirchen mehr. Die einen entlaufen ihnen, weil sie für ihr Gottsuchen kein Genüge finden. Die anderen, weil die Kirchen selbst den Ärmsten im Geiste keinen Halt mehr bieten können. Es ist ganz gerecht, wenn Gott nicht in denen ist, die ihn außerhalb suchen. Das ganze Weltall, alles was ist, noch entsteht oder sein wird, ist Gott, der Wurm sowohl wie Christus. Wie seid ihr Christen oder Adventisten, oder wie ihr euch heißen und nennen mögt, doch so kleingläubig mit dem Kleben an einer Welt von 2000 Jährlein Geschichte der Gotteserkenntnis euch zufrieden zu geben. Deshalb sind ja heute diese Welt und ihre Menschen so erbärmlich, weil sie nicht den Mut zur Ewigkeit, noch viel weniger zu Ewigkeiten haben. Ein Buch, aus Ehrlichem und Unehrlichem bestehend, gesammelt durch die alten orientalischen Völker aus den Trümmern erhabener Weisheit göttlicher arischer Lichtbringer, ein Buch, entstellt und gefälscht von Ezra und Nehemia, später nochmals zusammengepflegt, bunter Flitter einer schon entgötterten Zeit, das nennt ihr das Wort Gottes und wagt es, alle Dinge im Himmel und auf Erden damit zu erklären. Euch, die ihr dumm und stumm vor diesen Buchstaben steht, ist diese Lüge Verhängnis geworden und nichts hat so viel Tod und Verbrechen über die Erde gebracht als die auf diesem Buche begründeten Religionen, von denen sich die eine die Religion der Rache und die andere die Religion der Liebe nennt. Der Kenner, der sich völlig frei von diesem Buche gemacht hat, vermag mit dem Geiste der reinsten Wahrheit wohl in diesem Buche das Gute vom Gifte zu unterscheiden, in der Hand von Leichtgläubigen ist es eine Mordwaffe, die geistigen und leiblichen Tod den Menschen bringt, wie die Geschichte der letzten 1000 Jahre erwiesen hat. Die Menschheit ist auf dem Wege der völligen Vertierung, weil die Vertreter des Untermenschentums behaupten, in einem Buche, in einem kläglichen Menschenwerk die Wahrheit von je und für immer gefunden zu haben. Solch furchtbarer Irrtum muss den Menschen Irrsinn bringen, und in der Tat vernichten sie sich gegenseitig im Namen dieses Götzen. Das Alte Testament ist eine Fälschung insofern, als es nicht die Offenbarung Gottes für das heilige Volk, sondern eine vielstückige Sammlung von guten und schlechten, alten und neuen, falschen und echten Überlieferungen und Nachrichten ist, die einzeln herausgeschält an rechtem Ort rechte Wirkung tun können und zum Teil Urkunden enthalten von Zeiten, von deren Entfernung wir uns kaum eine Vorstellung machen können. Das Alte Testament ist alles, nur kein geistiges Eigentum der Juden, wenn man unter den Juden nicht die Juden, sondern jene Juden, guten versteht, deren Stammsitze noch durch Entland und Gottland auf den Norden hinweisen, wenn man von den Einschiebungen und den Umarbeitungen absieht, die die Schriftgelehrten und Lehner schon lange vor Christus vornahmen, um dem Ganzen den Anschein einer einheitlichen jüdischen Überlieferung zu geben. Das Alte Testament ist ein Werk philosophischen, erkenntnisgebenden und erkenntniskritischen geschichtlichen Wertes und gehört in die Hände des Forschers, des echten geborenen Priesters und Königs, nicht in die Hände von Kirchendienern und Kirchengängern, von Gläubigen und Ungläubigen unserer Zeitrechnung. Mit Ausnahme von kümmerlichen Überbleibseln ganz einfacher selbstverständlicher Inhalte ist es ein Geheimbuch, ein Buch vorbedachter Kabbala, das heißt Verhehlung des eigentlichen Inhalts unter deckenden Bildern und Worten, soweit nicht absichtliche und unabsichtliche Zerstörung zu beachten ist. Dass niemandem zu lesen möglich ist mit Verständnis, ohne Missverständnis, außerdem mit der Fähigkeit der Eingebung Begabten und dem Envile Zweige des Wissens, wie Sprache, Geschichte, Philosophie, Theosophie, Symbolik und Mythen Eingeweihten. Seit Jahrhunderten ist dieses Buch der Fluch und nicht der Segen der europäischen, sich christlich oder jüdisch nennenden Menschheit. Die Juden haben noch eher einen Begriff von seinem Wesen. Wenn sie auch nicht ganz unschuldig sich fühlen müssen an seiner Verfälschung, so wissen ihre Rabbiner wenigstens noch teilweise die Handhabung seiner Lesung, seiner Lösung. Aber die Christen sind mit ihrem Christentum an diesem Buche, am unverstandenen alten und am neuen Teile gescheitert, schiffbrüchig geworden, zugrunde gegangen. Denn eine Religion, die sich teilweise auf Fälschung, teilweise auf noch nicht bewussten, nicht begriffenen Inhalten aufbaut, muss ihre Anhänger entsittlichen, entwürdigen, entseelen, entleiben, entwurzeln, entsetzen dem ureingeborenen Stande unmittelbarer Gotteserkenntnis und entsetzen jeder Sicherheit im Glauben, Wissen, Tun und Lassen. Der Europäer ist der verworfenste Sohn heute dieser Erde, trotz seiner überragenden Begabung und zweifellosen Führerberufung. Eine ungeheure Schuld wächst ihm heran, belädt das Schicksal Europas insgesamt und jedes Einzelnen, denn das Übermaß seiner Gottverlassenheit steht im Widerstreit mit seiner göttlichen Geburt und göttlichen, göttischen Berufung. Luthers Übersetzung hat ohne Absicht diesen falschen Anschein noch verstärkt, weil sie die verschiedenartigen guten und bösen Götter und Gottesbegriffe unter dem Gesamtnamen von Gott, dem Herrn oder Jehova zusammenfasste, wo es sich tatsächlich um ein gutes Dutzend verschiedener Götter und Gottesbegriffe verschiedener Zeiten und Völker handelte, zum vermeintlichen Besten, zuletzt doch nur zur Festigung der Lüge und der Verwirrnis. Denn durch Luther erst kam das Buch unter das Volk und die Unkenntnis über sein Wesen zerstörte in einem finsteren Bibelglauben weiter die Seelen der Menschen, insonderheit im Protestantismus, der das Buch der Bücher über alles stellte,
alles aus ihm erklären zu können glaubte und in einzelnen Sekten in einen bibelgläubigen Irrsinn verfiel. Eine der drei Gaukelmächte hat sich dieser Erkrankung gesunden Menschenverstandes und Ertötung allen wahren Gotterlebens zunutze gemacht und in Bibelforschergesellschaften bewusst das Zerstörungswerk fortgesetzt, das die pfäffischen Wortglauber aller Zeiten meist unbewusst und viel ungeschickter betrieben. Prophezeiungen sind in der Heiligen Schrift enthalten, aber sie führen nicht das neue Judenzeitalter herauf, sondern das Juden, guten, Götten, Gottesreich auf Erden durch die Herrschaft der Besten, nicht der Bestien. Hier hilft nur jenes einzige große Wort der Erkenntnis, das solchen Teufelsspuk mit einem Satz hinwegwiegt: Gott ist Geist, und die ihn anbieten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbieten. Auch die Evangelien sind gefälscht, und es ist nicht Wahrhaftigkeit, zu behaupten, sie enthielten die reine Lehre eines Heilandes Jesus Christus. Wir besitzen insgesamt mehr als 800 Evangelienhandschriften etwa aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Wenn man noch die Bruchstücke und Einzelüberlieferungen hinzurechnet, so kommen wir auf die hohe Zahl von mehr als 2000. Auch nicht zwei dieser Handschriften stimmen miteinander überein. Eine Klärung dieser wüst verworrenen Texte ist deshalb lediglich eine Sache der Erkenntnis und des Vertrauens. Kein Augenzeuge berichtet uns über das angebliche Leben und die Lehre des Heilandes in Palästina. Wenigstens 300 Jahre später erscheinen die ersten schriftlichen Nachrichten. In 300 Jahren kann, wenn wir überhaupt die Zeitbestimmung einer Geburt anerkennen, vieles gutmeinend und fälschend hinzugesetzt oder fortgelassen worden sein. Und wir müssen, wenn wir ehrlich sein wollen, sagen, die Evangelien sind Stückwerk und Menschenwerk, gemessen an der reinen Wahrheit und an der Größe der Idee des Christus. Und nur dies Eingeständnis vermag ehrlichem Streben die Kraft, den Mut und die Erleuchtung zu geben, den Text auf seine Ursprünge zu untersuchen, die wir nicht in Palästina suchen dürfen. Irgendein Paulus hat vollends die reine Botschaft des Christus verkehrt und damit die protestantische Kirche, die sich ganz auf seine Auslegung und Tätigkeit stützt, auf die schiefe Ebene gesetzt, auf der sie unrettbar abwärts gleitet. Jeder wird diese Dinge nur so weit begreifen, als er Gott nahe ist. Zuletzt noch ein Wort zum offenbar besonders gefährdet erachteten Dogma eines persönlichen Gottes, des lieben Gottes im Himmel, eine unzulängliche Auffassung, die im Widerspruch steht mit dem folgenden schweren Worte des Gesalbten: Gott ist Geist und die ihn anbieten, sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbieten. Wenn aber Gott gleich Geist die Welt geschaffen hat, dass Gott sagten die Guten, deren Name von Gott kommt, die es darum besser wissen müssen als die Menschen, in einer unerhörten Klarheit offenbarte Erkenntnis, wenn also Gott gleich Geist die Welt geschaffen hat, so ist diese Welt ein Teil Gottes, und selbst das Nichts wäre ja Gott, aus dem er sie geschaffen hätte, weil doch außer Gott nichts ist, noch war. Also wenn Gott gleich Geist ist, dann sind Geist und Stoff eins, die Welt die eine Ausgießung, eine Ausströmung Gottes ist, was wohl die alten Kirchenväter noch wussten, aber den Kaplänen von heute unbekannt ist. So wusste der Kirchenvater Tertullian noch den Ursprung der Urreligion aus der arischen Symbolik, als er schrieb: Viele glauben mit Wahrscheinlichkeit, dass unser Gottesdienst Sonnengottesdienst sei. Und der heilige Augustin bekannte noch um das Jahr 300. Das, was jetzt christliche Religion genannt wird, bestand schon bei den Alten und fehlte nie von Anbeginn des menschlichen Geschlechtes, bis das Christus ins Fleisch kam, das heißt in der Geheimsprache bis er wiedergeboren wurde. Seitdem erst fing man an, die wahre Religion, die schon von jeher bestand, die christliche zu nennen. Da haben wir aus dem Munde des bedeutendsten Kirchenvaters, auf dessen Lehren sich die drei christlichen Kirchen gründen, die Bestätigung unserer Behauptung, dass diese christlichen Kirchen von dieser hohen Erkenntnis abgewichen sind unter den tötenden Einströmungen fremder untermenschlicher Vorstellungen. Wir lehnen mit Recht ein in sein Gegenteil verkehrtes Christentum der Kirchen ab, wir fühlen uns berufen und verpflichtet, hier bessernd und heilend einzugreifen, von dem tiefen sittlichen Bewusstsein durchdrungen, die uns die Erkenntnis schenkt, dass keine Religion und keine Kirche höher steht als die Wahrheit. Der Mensch erkennt Gott in dem Maße, als er selber göttlicher Art ist. Der Arier erkennt Gott als den Sinn der Welt, er ist ihm Notwendigkeit, höchstes Streben, gütiger Vater aller Geister und Menschen, Erfüller des Schicksals, umfassend das Hohe und Niedere, einschließend die Welt in sich, wirkend von sich in die Welt zurück. Weil der Arier Gott in sich erkennt in dem Maße, als er selber göttlicher Gestaltung ist, sind ihm keine Grenzen des Glaubens gezogen. Er weiß mit unerschütterlicher Sicherheit von seiner Gottessohnschaft und lächelt bei dem Gedanken, den nur religiöser Irrwahn eingeben kann: Gott, Christus, wäre unter den Juden Mensch geworden. Man hat hier falsch gehört, falsch verstanden und falsch überliefert. Ein Jesus, ein Asus-Kind wird König unter den Juden, den Guten aller Tage. Er trägt eine unsichtbare Krone und ein Schein geht von ihm aus. Krone und Schein aber sieht nur der, der in seine unsichtbaren Fußstapfen tritt. Allen anderen erscheint er wie ein Bettler, ein Landstreicher, ein Aufrührer, ein Gotteslästerer, das vor allem. Und sie kreuzigen ihn von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn er ihnen dienen will. Die Kirchen aber von heute müssen Raum geben für das Guten, Gottenreich, für das Reich Gottes auf Erden, das nur verwirklicht werden kann durch das Reich seiner Wunschsöhne, der arischen Führerschaft. So lasst doch die Kirche versinken, wie ein Schiff sinkt mit Mann und mit Maus. Was nicht Geist an ihr ist, muss ertrinken, neuem Guten baut Gott sich ein Haus. Selten findet man eine zutreffende Vorstellung von der hohen Geistigkeit und der tiefen Gotteserkenntnis der sogenannten Ketzer nach der verfälschenden Berichterstattung der Kirche, die sie als gottlos und unklug hinzustellen sich stets bemüht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Was aus den Geständnissen der zu qualvollem Tode Verurteilten uns erhalten ist, überhaupt aus den Lehren jener weit verbreiteten und niemals ganz unterdrückten Gruppen göttlich erleuchteter Wahrheitssucher, denen sie angehörten, lässt uns ehrfürchtig erstaunen vor solcher Weite des Weltbildes, und wir sehen,
dass niemals das Überlieferungswissen von etwas Höherem, als es die herrschenden Dogmen zu lehren vermochten, bei uns ganz unterbrochen war. Es ergibt sich auch aus den Kundgebungen dieser wahren Märtyrer für ein wahres Christentum im Sinne arischer Anschauung, dass sie zugleich für Rein und Hochzucht der Rasse sich einsetzten, weshalb sie auch umso unerbittlichere Gegner gefunden haben in einer Religion, die für die Auszucht, die Nichtzucht eintritt, indem sie das Leben verleugnet. Ihre geleitete, instinktarm gewordene Kaiser und Könige aber haben sich gerühmt, im Auftrage der Kirche ihre Länder von der Pest dieser Ketzer durch unzählige Morde befreit zu haben. Sie haben sich in ihrer Blindheit von den einzigen Helfern befreit, die sie vor dem Ränken jener lebensfeindlichen Mächte behütet hätten und mussten. Unterliegen, sobald sie schutzlos ihnen preisgegeben waren, so wie ihre natürlichen Bundesgenossen, die sie selber vorher preisgegeben hatten. Versuchen wir einen kurzen Einblick zu nehmen. In einem zeitgenössischen geistlichen Bericht über die Sekte der Waldenseer, einem Rest germanischer Gottesnähe aus burgundischem Blute auf dem Boden Frankreichs, lesen wir: Es gibt noch andere Ketzer in unserem Lande, die sich von jenen ganz und gar unterscheiden und durch deren Streit wir beide Richtungen entdeckt haben. Sie verdammen die Sakramente außer der Taufe. Das ist bezeichnend für die germanische Einstellung, denn die Taufe ist germanischer Gebrauch. Weiterhin, aller Ehen nennen sie Hurerei außer der zwischen einem unberührten Manne und einer Jungfrau. Sie führten offenbar die Zuchtziele einzelner Ritterorden fort und waren sich also über die Wirkung des Rassengesetzes in der Imprägnation völlig klar. Fasten und andere Busübungen, die der Busse halber eingehalten werden, bezeichnen sie für gerechte, senkrechte. Nicht für notwendig, aber auch für Sünder nicht, weil der Sünder sowieso an jedem Tage aufseufzt, weil seine Sünden auf ihn fallen. Die Erkenntnis des Karmagesetzes gab ihnen eine solche Höhe des Urteils und es ist verwunderlich und bezeichnend, dass die Kirche solche Stützen verbrannte, statt ihnen Bischofssitze zu übergeben. Dann wären wir heute eine Gemeinde der Heiligen und eine Spaltung der Bekenntnisse wäre nicht eingetreten. Den Papst in Rom lehnen sie ab, gestehen aber doch nicht, einen anderen zu haben. Das scheint dem Berichterstatter unmöglich, weil er sich in die Freiheit eines Christenmenschen germanischer Auffassung nicht hineindenken kann. Er fügt noch hinzu, dass sie in großer Zahl über alle Länder verbreitet seien und auch viele Geistliche und Mönche unter ihnen wären. Wir sind über die wirklichen religiösen Zustände im Mittelalter immer noch schlecht unterrichtet. Jedenfalls war die eine Seite dieses Mittelalters gar nicht so finster. Der Straßburger Bischof Johann V. Ochsenstein gibt in einem Brief einige Sätze aus den Lehren der Ketzer am Oberrhein wieder, und wir verwundern uns, wie man solche Überzeugungen verfolgen konnte im Namen des Christentums. Christus hat nicht für uns, sondern für sich selbst gelitten. Eine ungewöhnliche Höhe der Erkenntnis, wir können uns nur selbst erlösen. Jeder Mensch könne an Verdienst Christus übertreffen. Sie haben es durch die Tat zu Millionen bewiesen, dass auch sie um ihr Wissen, nicht nur Glauben allein, sich opfern, kreuzigen ließen und haben noch schlimmere Gräuel ihrer frommen Henker ausgehalten. Nichts dürfe um des Lohnes willen getan werden, auch um der Seligkeit willen nicht. Sie glauben, die katholische Kirche sei eine törichte Sache. Aller ehrliche Beischlaf sei Sünde, mit Ausnahme dessen, bei dem eine gute Leibesfrucht erhofft wird. Es wurde also unter ihnen auf Rasse gezüchtet. So erweist sich diese Ketzerei als die Nachfolge der alten Zuchtlehre in vollstem Licht, einer wirklich recht verstandenen Sonnengeistreligion, welches die reine Lehre des Gottessohnes auch ist. Es gebe weder Hölle noch Fegefeuer. Als in sich selber. Hätte der Bischof noch hinzusetzen können, wenn er über die erhabene Lehre dieser Ketzer recht unterrichtet gewesen wäre. Die Menschen müssten den Eingebungen ihres Herzens mehr folgen als den Lehren der Evangelien. Ein sittlicher Grundsatz höchster Erkenntnis, denn der Mensch wird nicht durch Bücher und Glauben heilig, sondern durch Erkenntnis und Tat. Manche unter ihnen könnten bessere Bücher schreiben als alle Schriften der Kirche, wenn auch diese vernichtet wären. Ein Zugeständnis der Ketzer, dass sie ihre höhere Erkenntnis eigenen schriftlichen und mündlichen Überlieferungen verdanken. Es ist klar, dass ihr das Wissen der alten Bauhütten und anderer Bünde und Orten mit durchsickert, die in der Stille die reine Lehre in die hohe heimliche Acht genommen hatten. Aus diesem Geiste sind die herrlichen Türme entstanden, die Musik, die Poesie, die Mystik des Mittelalters, nicht durch die Feigen oder Finstern, die den Geist des Lichtes auf alle erdenkliche Weise aus den Leibern der Besten töten und quälen wollten. Die Welt ist von Ewigkeit, bekennt Hermann von Rüssück noch vor seiner Verbrennung und lehnte damit jedenfalls die Wirklichkeit der Schöpfungsgeschichte des törichten Moses ab. Die Entstehung vieler Orten, vor allem der Ritterorden, verdanken vielfach der Ketzerriecherei ihren Ursprung. Man fand sich im Rahmen dieser Gebilde sicherer unter den Schutz hoher Eingeweihter, Kirchen und Weltfürsten und konnte unter den Riten, Sinnmalen und Bräuchen der uralten Lehre ungestörter weiter dienen, sie in den eigenen Führerkreisen, in den Orden verbreiten. Denn diese Orden nahmen nur Mitglieder auf, die ihre ritterbürtige, das heißt reine arische Abstammung nachweisen konnten. Unter dem Einfluss der Kirche neigte die öffentliche Meinung später immer mehr zur Überzeugung von der Schuld des Templerordens an seinem Untergang durch Entartung, wenn auch selbst tiefste Entartung die Grausamkeiten nicht entschuldigen würde, die an den Opfern von der Kirche geübt wurde. Aber die Welt kümmert sich wenig um Vergangenes, lernt nie daraus, und jedes folgende Geschlecht wird zur Schlachtbank geführt, ohne dass es sie einem möglich würde, zu bedenken, wo die Vorangegangenen geendet haben. Die neueren Geschichtswerke stellen sich auf den entgegengesetzten Standpunkt. Da ist Dürlingers, des bedeutenden Geschichtsschreibers und Theologenansicht wertvoll zu hören, die er in seiner letzten akademischen Rede vom 15. November 1889 niederlegte. Auffallend ist es, dass wir in der neueren deutschen Literatur fast allgemein der Behauptung begegnen, die Templer seien schon seit geraumer Zeit eine ausgeartete, dem Geiste und dem Buchstaben ihrer Regel und treu gewordene, üppig liebende Verbindung gewesen und als solche in der öffentlichen Meinung damals sehr tief gestanden.
Man pflegt dies vertrauensvoll dem Vorgänger nachzuschreiben. Sieht man aber genauer zu, so stößt man überall auf Zeichen und Zeugnisse des Gegenteils, selbst bei den Feinden und Zerstörern des Ordens. Vor dem 13. Oktober 1307, dem Tage, an welchem der große Schlag gegen den Orden geführt wurde, an diesem Tage wurden auf einen geheimen Befehl Philipps des Schönen aller Templer in Frankreich verhaftet, hat niemand sich im Sinne dieser angeblichen Korruption, dieses Verfalles der Gesellschaft ausgesprochen. Ich habe im Gegenteil gefunden, dass in der unmittelbar vorausgegangenen und in der gleichzeitigen Literatur noch bis in die ersten Jahre des 14. Jahrhunderts Schriftsteller, die sonst scharf urteilen über die damalige Ausartung der geistlichen Körperschaften, für den Templerorden Zeugnis ablegen entweder negativ, indem sie ihn bei Aufzählung verdorbener Orden und Klöster übergehen, oder positiv, indem sie ihn den anderen Orden für ein Muster vorhalten. Die wirklich verlotterten Orden entsprachen offenbar den Anforderungen und Absichten des Papstes, den arisch eingestellten, hochrassigen Templerorden wollte er vernichten, in der vollen Absicht, die Verbindungen, die dieser Orden mit dem Weißtum der Vergangenheit pflegte, abzuschneiden. Dürlinger begründet das näher, indem er hinzusetzt, der Wunsch, ein bequemes oder gar üppiges Leben zu führen, konnte niemanden in den Orden locken. Vielmehr musste die asketische Strenge desselben abschreckend wirken. Die Tafel war nüchtern und man hatte lange Fastenzeit zu beobachten. Das Bett des Templers bestand nur aus Strohsack und Decke. Hier will ich ein für allemal bemerken, dass nie und nirgends ein Templer ein Geständnis abgelegt, wenn er nicht durch Tortur oder durch die Furcht vor ihr dazu gezwungen war. Die Schilderungen, nicht nur der Templer selbst, sondern auch anderer Zeitgenossen, wie man dabei verfuhr, sind entsetzenerregend. In Paris allein sind 36 Templer unter der Tortur gestorben. Neu ausgesonnene Kunstgriffe furchtbarer Qualen kamen zur Anwendung. Der englische Geschichtsschreiber Lea sagt hierzu, es ist beachtenswert, dass dort, wo die Inquisition freies Spiel hatte, wie in Frankreich und Italien, es nicht schwer hielt, die erforderlichen Zeugenaussagen zu erlangen. In Kastilien und Deutschland schlug die Sache fehl, in England war nichts zu machen, bis man die Inquisition tatsächlich und zeitweilig für diesen Zweck in Kraft setzte. Es erscheint dem Nachdenklichen nahezu unfasslich, wie ein solches hohes Wissen hier und bei unseren unmittelbaren Vorfahren verloren gehen konnte. Auf dem natürlichen Wege des Vergessens sicherlich nicht. Man könnte sein Verschwinden erklären mit dem Hinweis, dass eben diese Weisheit nicht allgemeingut war, sondern nur von wenigen Auserwählten jeder Generation als ein Geheimnis wohlbehütet war und mit den Eingeweihten allmählich verschwand, wenn diese in ihrem Bestand bedroht waren. Das setzte mit der allmählichen Herrschaft der christlichen Kirche ein in Verbindung mit politischen Mächten, die nicht mehr wussten, wo der Vorteil des Volkes lag, ja diesem aus Eigennutz entgegenarbeiteten. So wurde früher schon durch Karl den Großen der Grund und Boden, der gemeinsames, unteilbares Eigentum der Sippe war, des Geblütes, der Familie, als Königsgut erklärt, also unter einem Vorwand geraubt, so dass in Zukunft die Könige und in ihrem Gefolge bald auch die Herzöge, die Kirche mit dem geraubten Gute beschenken konnten. So konnten die Schenkungen an Klöster, Kirchen und Bischöfe ins Ungemessene gehen. Das alte, edle Blut, das sich dagegen wehrte, wurde ausgerottet und der Widerstand schließlich gebrochen. Es war eine völlige Enteignung zugunsten des übermächtigen Königtums und der Kirche aus den Segnungen geworden, die angeblich der neue Glaube ins Land gebracht hatte. In ihrer sogenannten Blütezeit besaß zum Beispiel die Abtei auf der Insel Reichenau im Bodensee 125 Ortschaften, deren Bauern zur bösen Heidenzeit noch Herren auf eigenem Boden waren. 4 Herzöge, 20 Pfalz- und Markgrafen, 51 Grafen und Herren waren ihr lehnspflichtig. War das die Aufgabe der Kirche, die Güter der neu bekehrten Christenheit zu sammeln, dass ihrem Seelenheil kein Schaden daraus erwüchse? Die Kirche hat gründliche Räumung vorgenommen. Sie entzog den Besiegten den sittlichen und den wirtschaftlichen Rückhalt, sie machte sie ärmer im Geiste und in der Habe und hat dieses schlaue, unselige Verfahren bis heute beibehalten, wenn auch mit anderen Mitteln unter veränderten Umständen. Man könnte sich immer wieder die Frage vorlegen, wie anders hätte sich wohl das Schicksal des Abendlandes gestaltet, wenn es die gerade Entwicklung seines eigenen Wesens hätte einhalten können, ohne die furchtbare Geistespest, die mit einem gefälschten Christentum über die germanischen Völker gekommen war. Wir können uns nur damit trösten, dass wir annehmen, der Gatte im Germanen musste sich für einige Jahrhunderte opfern, in die Hölle selbst begeben im Kampfe mit diesen teuflischen Mächten, damit sie endgültig überwunden, den nachkommenden Zeiten nicht mehr gefährlich werden können. Man müsste aus dem ganzen Geschehen die Folgerung ziehen, dass die Beschränkung der höchsten und letzten Erkenntnisse auf nur wenige vom Übel ist, andererseits führt eine zu weitgehende Verbreitung von Kenntnissen, deren wir uns jetzt befleißigen im Dienste einer angeblich segensreichen Allgemeinbildung. Darüber wollen wir uns klar sein zu jener täuschenden Halbbildung und geistigen Verflachung, unter welchen der Geist heute versklavt ist und die täglich die verderblichsten Ergebnisse zeitigen. Darüber besteht kein Zweifel. Die Zeit zwischen der Herrschaft der Kirche unter dem Namen des Christentums vom Jahre 800 etwa bis zum Jahre 1500 war ein furchtbarer heimlicher und offener Kampf um die Geistes- und Gewissensfreiheit des germanischen Menschen. Seither ist der Kampf zu unseren Gunsten entschieden. Wir binden unsere Wunden und waschen uns den Ekel ab, den das Ringen Leib an Leib mit einem unreinen Gegner in uns erregte.